Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. GTA 5. Der Verbrechenssimulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA 5. Ich habe mich gerade wieder verfahren. Oh, Xing, das ist ja auch eine berufliche Plattform, ne? Ich wollte zur nächsten Mission fahren und ich glaube, ich muss da hoch. Ach nee, ich muss ja gar nicht da hoch. Ich habe was Falsches markiert. Ich wollte zu dem Fragezeichen und das ist doch definitiv da unten, ne? Also war ich doch richtig, okay. Ja. Ihr kennt mich ja, ich bin mal etwas zerstrahlt. So, Fragezeichen, Fragezeichen, wo bist du, wo bist du? West Winewood? Bei dem Motorrad vielleicht? Das Motorrad sieht so aus, als ob das hier... Oh, jetzt hätte ich es fast umgeworfen. Warte mal, geht das? Das ist ja auch sehr lustig. Ich bin ja immer so mehr der Typ, der immer so ein bisschen bescheuerte Sachen ausprobiert. Und wenn mir das gerade hier so aufgefallen ist... Okay, ich muss noch mal ein Stückchen weiter vor. Wird schon nicht irgendeinem Hell's Angel gehören oder so, dass ich jetzt Ärger krieg. Ah, da ist er schlau. Da steigt er auf der anderen Seite aus, du Lusche. Okay, Fragezeichen. Wo ist das? Hier irgendwo. Alter! Was machst du denn da? What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like... I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. But why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic! No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh, shit! Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Man, look, she's a fucking megastar! No, no, leave me out your shit, man. Oh, no. We can make boku bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man. In the money, bro. Come on. Come on, man. Come on. What the fuck is wrong with me? Ist nicht wahr, oder? Jetzt arbeite ich für ein Paparazzo, oder was? I'll get the shot. Okay. Muss ich wohl? Kann ich jetzt nicht wählen? Und der will eine alternde Muschi fotografieren. Der ist ja auch total... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss jetzt irgendwie dahinter und daneben. Ach, daneben auch noch. Habt ihr noch irgendwelche Ansprüche? Ich habe ja zum Glück diese spezielle Spezialeigenschaft. Ich kann irgendwie langsamer, zeitlupenmäßig fahren, ne? Mit Franklin. Das muss ich dann ausnutzen, denke ich. Sonst, wo sind wir denn? Musst du mal drankommen. Wo ist denn die Limo? Da vorne, das ist die Limo, ne? Ist ja gut, du blöder Penner, jetzt warte doch mal einen Moment. So, jetzt. Genau, jetzt kann ich das da irgendwie so ein bisschen besser steuern. Komm, rein in die Muschi, reingeleuchtet. Und ins Rektum vielleicht auch gleich noch, das lohnt sich. Komm, das hält nicht ewig, die Spezialfähigkeit. So, das muss reichen, oder? Nein, das reicht nicht. She's slamming a speedball in there, man. This is journalistic gold. Meine Fresse, ey. Ihr habt auch nichts gelernt aus Prinzessin Diana, okay, oder? We need the money shot. Kacke. He's a god. He's a whore. Ja, komm, fotografier mal ein bisschen schneller. Cowan. The fans have a right to know everything. Der ist ja total durchgeknallt, der Typ. Komm, bleib da. Fuck you, Beverly. This one's mine. Go!
Konkurrenz! No, it's that bottom feeder Madison! Shit, he's getting the money shots! Where's your dignity, man? Forget Miranda, we can't let him steal my exclusive! Get alongside him, I'll knock the weasel off! Okay, das auch noch. Oh, scheiße, jetzt muss ich aufpassen, dass ich auf die Schnauze fliege. Stay on that bastard! Jetzt muss ich neben dem auch noch fahren. Ach du Scheiße. Ich habe leider auch keine... keine Spezialeigenschaft mehr gerade. Fähigkeit meine ich natürlich. Dann müssen wir das so schaffen. Hallo, warum schubst du den nicht runter? Ich dachte, der schubst ihn runter. Meine Fresse. Oh! Ah! Okay, das hat sich erledigt. Everyone in Vinewood knows you're a joke. Looks like you wrecked your camera, Madison. Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Okay, ich muss woanders hin. Komm, da fahren wir nochmal drüber, sicherheitshalber. Hoppla. Ja. Schöner Sonnenuntergang, jetzt fast schon idyllisch zu nennen. By the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there, and you can keep the bike, because I look after my people. Look after your people? Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. Okay, okay. Don't ruin the vibe. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? Yeah, well, I kind of thought the bike would cover your share. I mean, I did do all the work. Also, wenn ihr glaubt, ich bin betrunken. Ich fahr immer so. Man, I probably shouldn't talk, dawg, but this is one fucked up line of work your ass in. It's about staying true to yourself. Geschafft. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place. You hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, hey, hey. Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Also, hier leben wirklich nur Verrückte. Jetzt habe ich ja gerade was anderes gesehen. Ach, jetzt setzt dein Helm auf. Ja, liebe Kinder. Voll erwischt. Bildschön. Also, das war nicht so gut. Bronze. Aber Gott, scheiß drauf. Ich habe was anderes gesehen noch. Moment. Da sitzt jemand. Vielleicht ist das auch interessant hier. Nee, ne? Das sind einfach nur irgendwelche... blöden Passanten. Neuer Kontakt, Beverly. Genau, das war der gerade eben. Was machen wir denn jetzt? Lohnt sich das, ein Motorrad abzuspeichern? Ich weiß es nicht. Also ich... das ist ja schon recht flink, ne? Vielleicht lohnt sich das. Da muss ich gerade mal auf die Karte gucken. Was habe ich denn jetzt eingespeichert gerade zuletzt? Irgendwas anderes. Ja, dann bringen wir das doch einfach mal zu mir nach Hause. Und dann werde ich auch gleich wissen, ob man auch ein zweites Fahrzeug speichern kann. Moment mal, was ist das denn? Halt, 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 Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Freunde! Was entdecken hier meine blinden Äuglein? Steig ab! Das ist doch sowas ähnliches wie ein Porsche, oder? Ja, Entschuldigung, junge Frau, aber das ist mir jetzt wichtiger als das Motorrad. Hoppla! Verzeihung! Das war keine Absicht. Hoppla. Oh, das ist auch noch ein Cabrio, ne? Fällt mir gerade auf. Aber es ist ja okay, da in Dingsbums, in... na! L.A. in Kalifornien. Ist ja quasi L.A., glaube ich, ne? Oder ist es eine Mischung, glaube ich, auch. Aber egal. Jedenfalls ist es hier sonnig und ich habe einen Porsche und den werde ich jetzt mal speichern. Und dann werde ich sehen, Epipora, ob ich auch zwei Fahrzeuge speichern kann. Vielleicht ist es auch gar kein Porsche, aber es sieht gut aus, das Auto, und es ist schnell. Jetzt warte mal, wenn ich auch... Moment, ich muss mal gucken, wie das Ding heißt. Mal aussteigen. So. Wenn ich jetzt nochmal einsteige, dann zeigt er das doch an, oder? Nee. Doch. GT. Ach, ist nur ein Sportwagen. Es hat sich gar nicht gelohnt. Ich wollte einen Supersportwagen. Naja. Nur Versuch macht klug. Vielleicht finde ich auf dem Weg ja noch einen besseren.
muss ich lang? Da lang? Da geht's nach Hause! Oh, da ist noch ein Fragezeichen. Da fahren wir auch gleich dran vorbei. Da tun wir doch gar nicht lang rum, ne? Da machen wir doch gleich hier weiter. Wenn das kein Supersportwagen ist, dann muss ich den auch nicht behalten. Dann ist das nicht so wichtig. Huch, wo ist das Fragezeichen hin? Gerade eben war es doch noch da. Das finde ich jetzt nicht nett. Moment. War da nicht ein Fragezeichen? Oder war das das S? Scheiße, keine Ahnung. Also, dann doch nach Hause. Vielleicht begegnet mir ja noch ein schönes Fahrzeug. Was haben wir denn hier? Das ist nichts Tolles. Ich hätte so gerne Flunder, so ein flaches Teil, so Ferrari-mäßig ist. Das wäre schön. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Da wollte ich doch gar nicht hin. Moment. Moment. Da steht doch Franklin. Wohne ich in der Waschanlage oder was? Kann ich da reinfahren? Kann ich, ja. Was war das jetzt nochmal? Was war da gestanden? Ich hab's nicht gelesen. 15 Dollar? Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich verstehe das gerade nicht, ehrlich gesagt. Das muss doch mein Haus sein. Ist das direkt daneben oder was? Von der Seite kenne ich das gar nicht. Ach so, da hinten. Ja. Das sind irgendwelche komischen Seitengassen hier. I see, I see. So, hier bin ich zu Hause, ne? Moment, wo war das nochmal, das Haus? Das andere? Das ist das Richtige. So, jetzt pass auf, jetzt stellen wir das Auto da mal rein und dann gucken wir mal, ob wir das später noch haben dann. Oder das andere, oder beide. Jetzt verstehe ich das. Da steht jetzt ein F über meinem Haus, weil es da mit einer Mission weitergeht wahrscheinlich. Sag das doch gleich. Buchstaben bedeuten ja immer Missionen. Huch. Was geht jetzt ab? Ein neuer Tag beginnt. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the patriarchy. We are women. Here are free. We are women. Here are shout and we are women. Damn! F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Ja, wir sind Frauen und wir sind frei. Ja, ihr seid vor allen Dingen geistesgestört. Habt ihr das gesehen? Okay, und jetzt soll ich dem folgen. Und der Hund, den glaube ich, darf ich doch auch irgendwann mal befehligen, oder? Oder gar steuern? Weiß ich nicht. Wird sich rausstellen. Wer schreibt das in die Kommentare, ey? Ich hasse Spoiler. Muss ich nicht unbedingt haben. Ja, wo geht's denn jetzt hin hier? Yo, man, wo geht's denn hin? Oh, wohnt er da, der Hund? Das ist ein Rottweiler, aber der läuft irgendwie wie, ist doch gut! Guck mal, wie der läuft, der Hund. Der läuft irgendwie wie der Chihuahua von der Paris Hilton. Also, so wie ein Schoßhündchen läuft der. Ist ja furchtbar.
Okay, ich soll jetzt da einsteigen, ja. Das ist ganz komisch, ganz blöd, wie sich das jetzt wieder trifft. Wir haben hier einen kleinen Cliffhanger. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr lasst mir ein dickes Like da und kommt auch das nächste Mal wieder, wenn es hier weitergeht mit meinem Let's Play GTA 5. Wenn wir dann hier im Lieferwagen rumfahren, warum auch immer. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!